Ja, ist langsam auch okay, ne? Es ist schon der 2. April, nicht der 1. Kann auch mal aufhören zu schneien. Das kann nicht wahr sein. Ich saß 10 Tage zu Hause, Junge, in Quarantäne. Schönes Wetter, alles. Alle waren draußen. See, Meh, Fee. Jetzt, wo ich mal raus darf, kann ich Schneemann bauen gehen. Perfekt, Mann. Wisst ihr, was mich auch bei TikTok mies aufregt? Ja, die ganzen unwitzigen April-Scherze, die jetzt kommen. Jeder macht auf einmal 1. April, jeder macht April-Scherz. Yo, Matthias macht gerade auch einen miesen April-Scherz mit mir. Fresh Nails ist mein Ding, ich bin nicht dein Bro. Warum hörst du solche Lieder? Jeder hat seine eigene Meinung. Genau. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen schönen Start in dieses extravagante Drecksvideo. Hat ja schon super begonnen. Herzlich willkommen bei Familie Lochmann. Hier wird an allen Ecken und Enden gespart. Sogar ihr Haus renovieren sie selbst. Dabei packt die ganze Familie mit an. Boah, so gut, dass die ganze Familie mit anpackt. Oma sitzt daneben mit, keine Ahnung, Tochter oder Sohn, was weiß ich. Und so arbeiten wir uns von Raum zu Raum Stück für Stück durch. Ja, die haut sich das Ding gegen ihr Gesicht. Die hilft super mit. Was will sie renovieren? Ihr Gesicht. Wenn du lernen willst, aber doch zockst. 90% der Fake-Pranks auf TikTok. So Kameras unsichtbar. Bro, der Arme, der kriegt doch gleich Anfall. Ach, komm. Hä? Hä? Sein Monitor ist da? Er macht so. Alter Digga, erstmal eine Runde Fortnite. Einfach nur stark. Was will ich dazu sagen, außer kauft mir einen Flötmix. Link ist in der Beschreibung. Gehe ich auf TikTok? Ich bin eigentlich die ganze Zeit auf TikTok. Was will ich? Gehe auf TikTok? Dann sehe ich diesen Livestream hier. Danke für das Fingerherz. Was machen Sachen? Ich denke mir, cool, Alter, Freitag, 12.42 Uhr, Vater streamt mit Sohn. Mit der können wir auch mal einen TikTok machen. Die kennst du ja, ne? Dachte ich mir so, nein, was für ein Sohn, ganz normale Familie, Mutter, keine Ahnung, kocht wahrscheinlich gerade, bis ich dann das hier gesehen habe. Hi Leute, da viele gefragt haben, wie alt wir sind und was wir für einen Altersunterschied haben und uns die Frage inzwischen auch ein bisschen nervt. Du bist wie alt? Ich bin 18. Und ich bin 37. Job, zwei Umat. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Song von 24 Tim oder das hier? Das ist doch Prank. Das ist April-Scherz. Jungs, ihr könnt mir nichts erzählen. Vor 6 Tagen. Das ist doch kein April-Scherz. Das ist echt gefährlich. Das ist echt gefährlich. Das ist nicht mehr lustig. Digga, der muss doch aufpassen, dass er nicht Knast kommt. Wie heißt ihr, Jaron und Steve? Da war gerade auch jemand, der hieß Steve und sein Freund heißt Aaron. Wenn das so Freunde von uns wären, das wäre echt heftig. Mhm. Ja, das wäre richtig heftig. Wahrscheinlich sind sie auch 18 und 37. How I upgraded a 2010 G-Wagon to 2020 in 12 days. Ist ja schon ein cooles Video, so upgraded G-Wagon von 2010 auf 2020, aber soll ich euch mal was sagen? Der eine fängt da an mit Bohrmaschine oben Löcher reinzubohren und der wäscht die Felge mit der Hand. Das Ding fährst du 2 Meter, das bricht dir auseinander. Viele dachten ja, ich habe Streit mit Tim. Nein, habe ich nicht. Wie kommt ihr darauf? Ich war nämlich auf Tims Release-Party. Und weil es draußen so kalt war, haben wir uns in den Hauptbahnhof reingestellt und haben auf die anderen gewartet. Nein, natürlich hast du nicht Streit mit Tim, weil Tim macht gerade irgendeinen komischen Song, ja? Und hat alle eingeladen, die da zu seiner Release-Party kommen, damit dieser Song noch mehr Aufmerksamkeit kriegt. Guck mal, mich würde echt mal interessieren, wie viele Dislikes dieses Ding hat. Das ist fake. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das Ding hat 2,8 Millionen Aufrufe, ja. Ich gehe in die Kommentare, ich gebe kurz ein Neueste zuerst und den ersten Kommentar, den ich bekomme, das sind die 5 schlimmsten Minuten, die ich je auf der Plattform verbracht habe. Du schuldest mir neue Gehirnzellen und ich raff's nicht, warum das Ding 86.000 Likes hat. Das ist Verarsche, das ist gekauft oder so. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen 4. oder 5. Advent. Wir sehen uns dann morgen, wenn es wieder heißt.